Herzlich willkommen hier im Cube Audio wieder mal zu einer Folge Frag einfach Leo. Und wir haben heute einen Gast bei uns, den ihr vielleicht schon irgendwann mal gesehen habt. Hier der Herr Müller-Dürholt darf ich heute vorstellen. Leopold, ich grüße dich. Grüß Gott. Grüß Gott. Wir haben ständige Fragen von euch bekommen zu einem Thema, das vielleicht etwas verwirrend auch ist an manchen Stellen. Und zwar geht es um GEMA, um Presswerk, um Vorbereitung und so weiter. Was macht eigentlich eine Band, wenn das Mastering fertig ist, der Mix fertig ist und so weiter, und eigentlich ans Pressen gehen soll? Ja, also eine Veröffentlichung rausgegeben werden soll. Da müssen einfach ein paar Sachen beachtet werden, die oft einfach vernachlässigt werden. Da haben wir hier jetzt einen alten Hasen ja. aus dem Geschäft, der ja. sich schon ein bisschen auskennt. Und den können wir heute mal ein bisschen befragen. Wie ist es denn jetzt? Wenn jetzt eine Band fertig ist, die Sachen sind gemastert und so weiter, fängt man erstmal an? Also das Erste, was man ja wissen muss, ist, wie kriege ich mein Audio ins Presswerk und wie kriege ich meine Grafik ins Presswerk? Beim Audio gehen wir jetzt einfach mal davon aus, wir haben alles für die Qualität getan. Jetzt gibt es bei der Pressung oder bei der Vervielfältigung gibt es ja zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, ich mache eine Brennung oder ich mache eine richtige Pressung. Ja, mhm. Brennung ist halt auf dem Rolling, eine Pressung ist, ich habe das hier mal mitgebracht, so sieht das aus, wo im Presswerk dann das Glasmaß davon erstellt wird. Wir haben eine E-Mail gekriegt. Cool. Vielen Dank für eure E-Mails. bei einer Brennung ist es so, eine Brennung lohnt sich meistens vom Preis bis 300 Stück. Eine Pressung geht erst ab 300 Stück los. Mhm. Manchmal lohnt es noch, eine Brennung mit 300 zu machen. Manchmal sollte man dann auch schon eine Pressung machen. Also es ist das so preislich ein Unterschied, jetzt, ob ich dann brenne oder presse. Ist Pressen dann schon billiger eigentlich? Oder? Bei 300 Stück kann es so... bei 300 Stück ist die Pressung meistens ein Hauch billiger. Mhm. Aber es kann bei bestimmten Konstellationen mit GEMA-Zahlungen, die da noch kommen, günstiger sein, dann lieber eine Brennung zu machen. Da kommen wir dann nachher noch drauf. Okay. Also wie kriege ich die dann ins Presswerk? Es gibt zwei Möglichkeiten bei einer Brennung. Ich schicke einfach eine Audio-CD hin oder manche Press- oder Brennwerke nehmen auch ein Nero-Image oder sowas. Ja. Während bei einer Pressung schicke ich auch eine Audio-CD hin oder ich schicke ein sogenanntes DDP-Image. Das ist ein spezielles Image, man kann es auch teilweise selber inzwischen erstellen. Wir machen es immer so, wir lassen es das Mastering-Studio gleich machen. Das kostet 50 Euro extra und fertig. Dann hat man da keinen Hassel mit. Man ist auch sich hundertprozentig sicher, dass die Daten alle stimmen. Und bei einer Brennung, beziehungsweise wenn man eben gebrannte CDs hinschickt, gibt es einen Trick. So machen wir das immer auf zwei unterschiedlichen Rollingen mit zwei unterschiedlichen Brenngeschwindigkeiten, das weiß ich, vierfach und achtfach, einmal einfach die gleichen Daten hinschicken. Dann kann das Presswerk, man hat es ja dann oft termingebunden, mal schnell sagen, ah ja, hier ist die Fehlerrate zu hoch, weg, wir haben noch ein Backup. Das ist der einfache Trick. Hörst du die Sachen davor nochmal komplett durch oder wie machst du das? Ich skippe die Tracks nochmal an, aber das eigentlich nicht. Das klappt meistens. Und jetzt ist die CD fertig, jetzt geht es ja noch um die Grafiken. Ne? Da kann Grafiken. Ja auch viel schief gehen und von Labelaufdruck bis sonstiges. Weil wie würdest du sagen, sollte man da am besten vorgehen oder was gibt es dafür? Bei Grafik geht alles schief. Ja. Also ich glaube, ich habe in 7 oder 8 Studiojahren habe ich von einem externen Menschen ein einziges Mal von 1 Milliarde gefühlten Pressungen, die ich gemacht habe, finale Daten gekriegt. Mhm. Sonst waren immer Probleme. Also Grafik sollte man. Man muss sich ja eine Sache bewusst machen. Bevor man die Musik hört, sieht man die Grafik. Die liegt irgendwo auf einem Schreibtisch oder der Kunde sieht die und der schätzt auch unbewusst an der Qualität der Grafik und des Layouts die Qualität der Musik ein. Also da sollte man auf jeden Fall nicht dran sparen, weil das ist letztendlich, der Kuchen kann noch so gut schmecken, wenn der Zuckerguss nicht lecker aussieht, beim Bäcker kauft das Zeug kein Mensch. Also das sollte man nicht vergessen. Deswegen sollte man nicht nach dem Motto, die Freundin von unserem Bassisten kann total gut malen. Ja, wie das ja bei den meisten Bands ist, das Cover machen lassen, sondern man sollte jemanden damit beauftragen, der schon mal Sachen in eine Druckerei oder was gegeben hat. Aber dem auch nicht, also jetzt nicht sagen, okay, der macht das schon, sondern auch nochmal selber drauf schauen,
und vielleicht auf jeden Fall mal selber draufschauen. Und egal, ob man selber macht oder ob man es jemandem machen lässt, man sollte sich einen Proofdruck anfordern lassen. Zumindest mal vom Cover und von der Rückseite. Mhm. Das sieht dann so aus. Das macht dann auch meistens das Presswerk mit. Kostet dann irgendwie einen 10er oder 15 Euro. Und das wird dann auf einem Drucker gemacht, der im Presswerk so kalibriert ist wie die Druckmaschine. Mhm. Und das sieht halt einfach gedruckt nochmal ganz, ganz anders aus. Und vor allem auch sieht anders aus, als wenn man sich das selber ausdruckt. Ja. Und dann kann man einfach nochmal gut kontrollieren. Gibt es auch eine super Faustformel. Die Faustformel beim Drumtuning ist ja immer im Zweifelsfall die Snare tiefer stimmen. Und bei Druckdaten ist die Faustformel im Zweifelsfall ein bisschen heller machen. Weil ihr kennt das, der Bildschirm leuchtet, der strahlt. Das sieht per se heller aus als das Papier, was hier einfach nur Licht reflektiert. Also ganz einfache Faustformel. Ja. Genau, ja. Und dann pressen. Pressen. Dann geht's los. Genau, dann geht's los. Und da ist jetzt ja auch die Sache, es gibt ja im Internet wahnsinnig viele Angebote zu verschiedenen Presswerken. Da kriegt man es auch relativ günstig, wenn man mal nur allein, wenn man Presswerk im Internet angibt, dann kriegt man ja schon Tausende, wo man auch günstiger pressen kann, als jetzt, wenn man es von einem Studio angeboten bekommt, die ein bestimmtes Presswerk haben. Aber wie ist es denn, auf was sollte man denn achten bei einem Presswerk? Oder? Also viele, das muss man dazu sagen, viele von diesen Internetanbietern sind keine Presswerke, sondern sind im Großen und Ganzen, was früher unter dem Namen Pressagentur lief. Mhm. Das heißt, die kaufen bei einem Presswerk Kontingente ein und verkaufen die dann in kleinen Häppchen wieder an ihre Kunden weiter. Was aber auch in Ordnung ist. Das hat mit der Qualität erstmal nichts zu tun. Während Brennungen machen die dann oft selber. Die haben dann oft selber entweder kleine oder große Produktionsmaschinen. Man sollte auf jeden Fall auf zwei Dinge achten. Erstens, die Qualität gerade der Drucksachen, die Audiosachen passen dann meistens schon irgendwie. Die Qualität der Drucksachen sieht man vorher nicht und die sieht man auch nicht an der Internetseite. Das heißt, man sollte jemanden aus der Branche, also der Ton macht und oder Grafik macht, fragen, kannst du mir einen Laden empfehlen, wo du schon mal 3-4 Produktionen gemacht hast, die alle gut waren? Ja. Ja, da sind, ich habe schon Sachen, CDs gesehen von Bands, die einfach nur 30 Euro sparen wollten. Da waren die Label schief drauf, da waren die Farben komisch, da war die Rasterung schlecht. Da sollte man also nicht, jetzt man macht 500 von seinen CDs, das ist sein Produkt, da sollte man jetzt nicht wegen 30 Euro sparen. Die zweite Sache, auf die man achten sollte, gerade wenn man Grafiksachen selber organisiert ist, mit Grafiksachen geht immer was schief. Und die günstigen Presswerke machen es oft so, die holen die Kohle dann über die Korrekturschleife wieder rein. Da steht dann irgendwo unten ganz klein, wenn was nicht in Ordnung ist, kostet das gleich mal 10 oder 20 Euro für jede Korrekturschleife. Ja. Das finde ich eigentlich nicht in Ordnung. Wir haben einfach auch ein paar Presswerke, da weiß ich, die kosten halt ein Fuffi mehr, aber dafür stimmt einfach die Qualität. Ja. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Noch was an der Stelle, weil immer viele Bands und viele Musiker danach fragen, was ist hier mit so einem Digipack? Ein echtes Digipack geht erst ab 1000 Stück. Punkt. Alles andere, was im Internet so angeboten wird als Digipack, was unter 1000 Stück ist, ist so nur so ein Pseudo-Digipack. Das ist also nicht so ein richtiger Karton, der dann auch, wo das dann aufgezogen wird, der dann richtig umgeklappt wird, genutet, gefalzt, geklebt und dann auch richtig stabil ist, sondern alles andere ist einfach eine zweiseitig bedrucktes, dickeres Postkartenpapier oder sowas. Und das verbiegt sich und das sieht echt crappy aus. Okay. Mach das nicht. Einfach nur ein dickeres Papier. Ja, genau. Genau. Okay. Ja, und dann ist wirklich alles am Start. Mhm. Dann werden die CDs hergestellt. Okay, jetzt ist es aber so, ne, die CDs werden gepresst und so weiter. Dann wartet man und die CDs kommen nicht. Dann hat man was vergessen. Dann hat man was vergessen, ja. Und zwar die GEMA. Ich hab bei dir den Zettel. Genau, also, das läuft so. Das Presswerk muss sozusagen gegenüber der GEMA Rechenschaft ablegen. Das heißt, die dürfen ohne eine Freigabe von der GEMA, oder die sogenannte Freistellung heißt das, der Freistellungsauftrag oder Auslieferungsgenehmigung, darf das Presswerk die CDs gar nicht rausschicken. Das heißt, ihr müsst bei allem, was 300 Stück überschreitet, also 300 Stück gepresst oder 300 Stück gebrannt, auch bei einer 300er Auflagepressung müsst ihr diesen GEMA-Bogen ausfüllen. Wenn ihr jetzt nur mal irgendwie 150 Kopien euch duplizieren lasst für einen Mandolinenclub, sowieso, haben wir auch schon gemacht, dann sagt die GEMA, ist Liebhaberei, interessiert uns nicht, ihr bekommt die CDs einfach vom Presswerk, aber bei 300 Stück oder mehr müsst ihr diesen Lizenzantrag ausfüllen. Mhm. Gibt es bei der GEMA auf der Webseite, gibt man auf Musiknutzer und dann herstellen. Dann gibt es den Lizenzantrag oder den Antrag für eine Sonderproduktion. Mhm.
Der Unterschied ist relativ einfach. Wenn eure CDs im normalen Tonträgerhandel stehen, dann müsst ihr den Lizenzantrag nehmen. Wenn ihr den, die nur auf Konzerten mal verkauft oder mal irgendwo in Kommission in eurem Kiosk oder Musikladen habt, dann ist es die Sonderproduktion. Das sind die beiden Formulare, die, ihr, die da zur Auswahl stehen. Ja, und dann macht man Folgendes. Angaben zum Presswerk. Wichtig ist die Faxnummer, weil die GEMA faxt an das Presswerk die Freistellung. Hier steht ihr als Auftraggeber. Dann gebt ihr diverse Sachen an, wie was ist die Auflage, was ist der Titel, wie viele Songs sind drauf, was kostet die CD nachher im Verkauf. Und ganz wichtig ist auch das geplante Herstellungsdatum. Das sollte man nicht zu kurzfristig eintragen, weil da kann es nämlich sein, dass der Zettel mal ein paar Tage bei der GEMA liegt und dann stellt die fest, während die das in ihren Computer hacken, auch die Herstellung ist ja schon vorbei. Da schicken wir keine Freigabe mehr. Also eher und 2-3 Wochen später angeben. Ja, definitiv. Okay. Definitiv. So, und dann ganz wichtig sind dann auch die Seiten 3 und 4 und so weiter. Da kommt dann die Titelliste hin. Also welche Songs sind auf der CD, wie lang sind die, welche Fassung, ne, Besetzung, Instrumental oder Vocal Englisch. Und die Komponisten müssen angegeben werden. So, und dann funktioniert das wie folgt. Da gibt es eben mehrere Fälle. Fall Nummer 1, das ist jetzt Fritz Müller. Ja, und Fritz Müller ist aber nicht Mitglied bei der GEMA, ja, ist dann nicht angemeldet als Urheber. Das heißt, die GEMA tickt halt das ihren Computer, sagt, Fritz Müller kenne ich nicht. Und ihr als Hersteller, die Band, kriegt dann nach einem halben Jahr eine Rechnung von der GEMA. Da stehen ganz viele Nullen drauf. Das ist sozusagen für euch der günstigste Fall. Ja, einfach eine Nullrechnung. Zweite Möglichkeit ist, Fritz Müller ist bei der GEMA angemeldet. Ihr als Band seid bei der GEMA angemeldet oder ihr habt Songs gecovert, die bei der GEMA angemeldet sind. Dann zahlt ihr für diese Songs GEMA-Gebühr. Okay. Die man dann am Anfang erstmal bezahlen muss? Und nee, die zahlt man dann erst, wenn die Rechnung kommt. Das dauert, wie gesagt, meistens ein halbes Jahr. Alles klar. Ja. Okay, gut. Und ich kann mal vielleicht sagen, was es ungefähr kostet. Genau. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. So der geringste Betrag bei einem Album ist so roundabout 61 Cent. Mhm. Grundsätzlich sagt man so etwas mehr als 11 bzw. etwas mehr als 13% vom Netto-Abgabepreis. Es gibt aber für Bands eine Besonderheit und zwar gibt es für den GEMA so eine Art Selbstbrenntarif. Ja, und zwar ist das, gilt der für eine Erstveröffentlichung, die man selber organisiert, bis 500 Stück. Da gibt es eine Pauschale, 75 Euro und dann ist der Käse gegessen. Okay. Ja. Und solltet ihr als Band natürlich angemeldet sein bei der GEMA als Urheber, kriegt ihr natürlich alles ein halbes Jahr später, abzüglich der Bearbeitungsgebühr, auch wieder ausgeschüttet. Das heißt, ihr bezahlt euch erstmal selber, da zieht die GEMA eine Bearbeitungsgebühr ab. Ja, und hintenrum kriegt man, das ist wie eine Augen-OP, wo man über den Arsch geht. Ja, so okay. Ungefähr. Ja. Ja, kann man sich ja gut vorstellen. Ja, ja und dann will ich mir nicht vorstellen. Naja. Und hier am Schluss natürlich nicht vergessen, unterschreiben. Nicht wahr, Götz? Ja. Ja. Sonst kriegt man das ganze Zeug nämlich wieder zurück. Ja. Und muss es unterschreiben und schickt es dann wieder rüber. Das war weniger schlimm, als wenn man gar nichts hört von der GEMA. Genau, genau. Ja gut, dann ansonsten, ich glaube, haben wir ziemlich alles abgearbeitet, was wichtig ist. Im Hintergrund hört man unseren Umbau. Und so, ja, genau. Ja. Ja. Kennt ihr ja jetzt schon. Und ansonsten wollte ich mich noch bedanken bei euch erstmal für die ganzen Themenzuschriften, für die Nacktfotos. Für die Nacktfotos und so weiter. Gefallen mir alles sehr gut. Bitte mehr davon. Bitte mehr davon. Ansonsten guckt euch doch mal hier, was ihr hier gehört habt. Gibt es bei uns auch bei einem ziemlich coolen Seminar, das Music and Money Seminar, das findet im März statt. Ja, Mitte, Ende März. Genau. Guckt mal einfach mal auf der Homepage cubeaudio.de/Seminare. Saßen wir beide auch schon drin und ist echt ein cooles Seminar. Geht einen Tag lang und da erfährt man echt auch nochmal, wenn ihr noch genauer in dieses Thema reinschauen wollt, erfährt man echt viel. Ansonsten könnt ihr mir natürlich wieder mal folgen unter twitter.com/folgleo. Oder an podcast@cubeaudio.de und ansonsten feiern wir jetzt noch ein bisschen die Adventszeit. Adventszeit. Ich trinke Kaffee. Götz trinkt Kaffee, ich auch und wir essen noch so ein paar Nikoläuse und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Also, ciao. Ciao.